Wir haben hier nichts, was ihr brauchen könntet. Geht zurück in die Oberstadt und lasst uns in Frieden. Lebt hier Evelina? Und warum seid ihr hier? Das ist unser Zuhause, ebenso wie das ihre. Evelina hat alles mit uns geteilt. Evelina hat uns gefunden, als die dunkle Brut kam, als unsere Eltern starben. Sie hat uns sicher nach Kirkwall gebracht. Ich vermisse sie. Aber als sie hier zum Zirkel ging, nannten sie sie Abtrünnige, weil sie den Turm in Ferelden verlassen hatte. Sie haben sie eingesperrt. Ihr kamt aus Ferelden? Ja. Bis wir hier ankamen, dachte ich, wir hätten als Einzige überlebt. Wenn ihr mir sagt, wo Evelina ist, versuche ich alles, um ihr zu helfen. Ihr könnt mir vertrauen. Niemand kann ihr helfen. Die Templer haben Evelina wütend gemacht. Deshalb hat sie sich verändert. Es war nicht ihre Schuld. Als es vorbei war, hat sie sich geschämt. Sie lief in die Tunnel und hat sich versteckt. Sei still, Grille, erzähl ihnen das nicht. Sie ist in der Kanalisation? Ihr könnt da nicht hin. Sie würde wissen, dass wir geredet haben und wäre wütend auf uns. Wütend? Ich mag nicht, wenn sie wütend ist. Wir müssen uns verstecken. Grille! Morgen knacke ich vielleicht ein paar Schädel. Dann ist Zahltag. Wir müssen uns hier vorsichtig bewegen. Seid ihr jetzt glücklich? Es kann losgehen! Ihr seid so ein Sklaventreiber. Was machst du hier? Ich dachte, wenn wir sie vor euch warnen, würde sie nicht wütend, aber dann hat sie... Walter! Sie kommt! Lauft! Da bist du ja. Lauf nicht weg, Walter. Du kennst die Regeln. Komisch, bei uns zu Hause war es immer eine gute Sache, vor gewalttätigen Irren wegzulaufen.
Das sind meine Kinder. Ihr und die euren haben sie im Stich gelassen. Ihr kommt aus Ferelden wie wir, aber ihr lebt von Zuckerwerk, während euer Volk in der Tiefstadt verhungert. Ich gucke auf euch, Verräterin, und auf die jämmerlichen Templer, die euch geschickt haben. Kirkwall wird mir gehören, und dann haben meine Kinder eine ganze Stadt zum Spielen. Ich verstehe das nicht. Evelina hat uns geliebt. Sie hat uns gerettet. Warum sollte sie uns jetzt wehtun? Evelina würde dir niemals wehtun. Das war ein Dämon. Behalte sie in Erinnerung, wie sie war. Als tapfere, sanfte Frau voller Liebe. Ich versuche es. Sie wird nicht die Letzte sein. Beide Seiten sind zu allem bereit. Und wer zwischen die Fronten gerät... Aber ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Nimm das und verwende es klug. Danke, Monsieur. Ich sollte für die anderen etwas zu essen kaufen. Sie hungern schon so lange. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Sämtliche Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen und eure Ausrüstung wurde sorgfältig geprüft.